Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen DLC-Shake von mir, euren Gamer-Bauch. Heute habe ich für euch das Labrador Retriever DLC für The Hunter Call of the Wild. Ich hatte ja bereits ein Video veröffentlicht, in dem ich mit meinem Jagdkumpel, dem Floki, ein bisschen über das Tier diskutiert hatte. Und wir auch ein bisschen auf die Wesenszüge eingegangen sind und natürlich die entscheidenden Stärken dieses Tieres, dieser zweiten Hundegattung in dem Jagdspiel. In diesem Video gehen wir ganz kurz darauf ein, was diesen Hund eigentlich so besonders macht. Ich zeige euch die Wesenszüge und einen neuen Befehl, den der Hund logischerweise aufgrund seiner Spezialfähigkeit besitzt. Und zum Schluss werde ich euch dann auch natürlich dann sagen, welcher Hund für was wirklich geeignet ist. Denn relativ schnell stellt sich oder kristallisiert sich eine Besonderheit des Labrador Retriever heraus. Oder sticht bereits schon in den Videos heraus, das, was der Bluthund nicht kann. Und ja, da möchte ich gerne euch nochmal ganz kurz drüber informieren, für was welcher Hund, welche Hundegattung von den beiden für was geeignet ist. Mit welcher Art ihr dann mit ihm arbeiten könnt. Rahmendaten natürlich wie immer von mir. Am 28. November ist dieses DLC erschienen und es kostet aktuell 5,89. Der Bluthund kostet momentan noch nicht so viel, soll aber allerdings Anfang nächsten Jahres ebenfalls eine Verteuerung bekommen. So wie ich jetzt gerade sehe, kostet der Bluthund 3,99 und ich glaube aktuell ist noch ein Sale für nur 1,39. Mein kleiner Tipp, bereits jetzt schon, auch wenn ihr den Bluthund später nicht nutzen wollt, kauft ihn euch jetzt, solange er noch günstig ist. Denn, wie gesagt, die Preise werden sich Anfang nächsten Jahres angleichen auf 5,89 €. Und dann kosten beide Hunde, also separat, jeweils einer 5,89 €. Gut, wie gehen wir jetzt weiter in dem Video vor? Ich habe euch ja schon ein bisschen das Entscheidende gezeigt und der Rest kommt jetzt direkt im Gameplay. So, hier sind wir auch im Gameplay-Part, wie versprochen. Nun, wir befinden uns hier in Finnland auf der Karte, macht aber eigentlich im Grunde keinen Unterschied. Nachdem ich jetzt die Rahmendaten ein bisschen erwähnt hatte, geht es jetzt rein theoretisch um die Vorstellung des Hundes. Wenn ihr das DLC kauft, habt ihr wie immer ein Tier frei und ja, diesmal geht es ja wie gesagt um den Labrador. Hier haben wir ihn gerade so schön sitzen, mein Astor. Es ist ein männlicher Hund und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, ja, wie der reine Start aussieht. So. Für alle die, der Schritt, den ich jetzt zeige, ist, als würdet ihr das zum ersten Mal machen. Also ich versuche es auch für die ganzen Anfänger nochmal ein bisschen zu erläutern. Also, über den Zwinger habt ihr den Zugriff über eure Hunde. Wie bereits gesagt, wenn ihr entweder das DLC für den Bluthund oder den Labrador Retriever kauft, bekommt ihr jeweils einen Hund geschenkt. Ne? Also unabhängig. Die beiden DLCs sind ja auch unabhängig davon. Ihr könnt auch nur den Bluthund kaufen oder nur den Labrador. Später gehe ich auch noch darauf ein, welches Tier sich für was oder welches Tier sich für welche Art von Jagd am besten eignet. Ihr seht, ich habe hier also Aika als Bluthund und Astor als Labrador Retriever. Und wie ihr sehen könnt, Begleiterstufen gibt es und Spürhund, beziehungsweise beim Labrador ist es der Apportierhund. Und natürlich die Wesenszüge, da zeige ich euch dann gleich auch noch ein bisschen was. Beide Hunde haben grundlegend fast dieselbe Mechanik, unterscheiden sich aber halt letztendlich von ihren Spezialfähigkeiten, sag ich mal so. Befehle sind gleich gehalten und ja, beide Tiere können auch als Verteidiger wirken, können auch Tiere abschrecken. Ja, zum Beispiel Wölfe hatte ich eine Begegnung gehabt in einem Wald. Ein Rudel Wölfe ist ja normalerweise so strukturiert, dass entweder sie flüchten oder sie greifen an. In dem Fall wollten sie angreifen, hatten sich auch aufgeteilt und dann hatte ich den Hund dazu geholt, also herangerufen und dann hat er sie in die Flucht geschlagen, ohne dieses besondere oder den besonderen Wesenszug zu haben, auf den ich nachher eingehe. Den haben übrigens beide Hunde. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Labrador Retriever explizit ein Beschützerhund ist, denn dieses Beschützerwesens,
Zug, sage ich mal so, hart auch der Bluthund. Gehen wir jetzt aber einfach easy mal auf den Hund. Verfügbare Hunde. Dann gucken wir uns mal an. Also es gibt Männchen, Weibchen. Könnt ihr aussuchen, wie ihr möchtet. Und dann die Farben oder Fellart. Gelb, schwarz, schokoladenbraun, fuchsrot, Charocor und Champagner sowie Silber. Wenn ihr den Hund kauft, einen neuen Hund kauft, kostet euch das 45.000. So mal als Rahmendaten. Ihr könnt auch den Hund aus dem Dienst nehmen, wenn ihr ihn nicht mehr benötigt. Ich weiß nicht, wo jetzt die Grenze liegt, wie viele Hunde man haben kann im Zwinger. Aber ihr könnt auf jeden Fall entweder umbenennen könnt ihr ihn und ihr könnt ihn auch außer Dienst stellen. Wenn ihr den Hund jetzt nicht mit haben wollt, dann müsst ihr ihn in den Zwinger packen. Jetzt sind beide im Zwinger. Und wenn ihr ihn aktivieren wollt, wie was wir jetzt brauchen, dann drückt ihr auf als aktiv festlegen und ihr habt gehört, wuff, da ist er schon da. Dann ist er draußen. So, ich habe ja gesagt, ich möchte es ja recht einfach halten, auch für Neulinge. Holen wir ihn mal dazu. Hier an diesem schönen Ort. Na, wo steckst du? Und Sitz. Sehr schön, macht er. So, und dann wollen wir ihn auch noch loben. So, dann kommen wir jetzt zu elementaren Teilen. Und zwar habt ihr eine Befehlssteuerung über Standardbelegung B. Dann kommt das Auswahlmenü. Und dann habt ihr die Standard Anweisungen wie Bleib, Sitz, Loben, Platz und Fuß. Sind recht wichtig bei der, bei der Jagd. Na? Rechts habt ihr dann nochmal die Stats. Einmal Begleiterstatus. Den Begleiterstatus haben beide Hunde. Und dann halt die besondere Fähigkeit, die die Hundeart mitbringt. Die kann in Stufen bis, Apportierstufe weiß ich jetzt nicht, aber die Begleiterstufe geht bis 30. Dann der Fokus, der ist ganz wichtig. Also Fokus und Bindung ist bei beiden Hunden vorhanden, das ist auch gleich. Bei Bindung geht es halt darum, dass je besser die Bindung, desto effizienter oder desto besser hört er auf einen. Beim Fokus kommt es auch, der Fokus bezieht sich auf die Spezialfähigkeit des Hundes, also das Apportieren. Na, wenn der Hund zum Beispiel jetzt 5 Enten rangeholt hat, dann wird definitiv der Fokus nur noch auf einen Blitz stehen. Das heißt, der Hund wird dann nachlässig und findet vielleicht tatsächlich dann die Beute nicht mehr. Na, deswegen immer loben und auch ein bisschen spielen, damit die Aufmerksamkeit steigt. Alternativ kann man auch noch Kekse geben, gibt es mittlerweile ja auch. Liebevoll, Bindung, habe ich auch schon gesagt, könnt ihr auch durch Streicheln, durch Spielen erhöhen. Da kommen wir auch gleich dazu. Das ist jetzt die Basisfunktion. Und natürlich die Spezialfähigkeit des Hundes, Befehl für Apportieren. Der Labrador Retriever kann rein theoretisch Vögel, Wasservögel und Kaninchen transportieren. Alles so im Bereich von 0 bis 1. Also Tierstufe 0 bis 1. Die große Frage, die sich jetzt stellt, Füchse weiß ich jetzt nicht, weil Füchse gehen ja glaube ich schon bei 1 bis 2. Marderhund funktioniert definitiv nicht. Das habe ich schon ausprobiert, wo wir ja gerade hier in Finnland sind. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Er kann kein Marderhund schleppen. Dafür, wie gesagt, diese kleinen Tiere. Also optimal fürs Jagen mit Vögeln und ja, es gibt ja zigtausend verschiedene Vögel hier in dem Spiel, also gefühlt Haselhuhn und was weiß ich nicht, was es da alles gab, Krickente, Graugans. Graugans ist, glaube ich, die eins mit der größten Wasservögel, die wir hier im Spiel haben und selbst die schleppt er auch ganz gut an, auch so in den unteren Stufen. Seine Spezialfähigkeit mit kombiniert mit dem ist auch, dass er schwimmen kann. Ja, yep. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, bleib. Ach ja, ich habe ja auf Apportieren gegangen, aber da wird er nichts finden. Er läuft jetzt einfach erstmal irgendwo hin und sucht was. Wenn ich natürlich geschossen hätte, hätte er gewusst, wo er hin sollte. Jetzt weiß er es natürlich nicht, weil nichts abgeschossen wurde. Ich wollte ihn nur mal hierher holen. Und dann Sitz. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihm hin. Im Grunde, Details sehen gut aus. Wenn ihr jetzt an den Hund rangeht,
und von oben runter guckt und dann B drückt, dann habt ihr das Auswahlmenü mit einem zwei Änderungen drin. Nämlich spielen und streicheln. Vielleicht sehen wir es gleich, da müsste die Bindung gleich steigen. Noch nicht. Dann spielen wir. Jetzt ist die Bindung gestiegen. Er ist jetzt wieder der beste Freund. Ja. Und dann kann man das so handhaben. So, gehen wir mal auf die Wesenszüge. Da gibt man unter Jagdhund. Und dann haben wir hier nochmal aufgelistet Begleiter und Apportierhund. Die entsprechenden Stufen. 22 von 30. Und beim Apportierhund sind 7 bis 15. Für die Wesenzüge wichtig sind allerdings die Begleiter, die Begleiterstufen. Und da könnt ihr dem Hund nochmal spezielle Zusatzfähigkeiten hinzufügen. Und wir gucken uns jetzt hier mal die wichtigsten an. Oder beziehungsweise gucken uns mal alle an. Stufe 5 schaltet bereits schon liebevoll frei. Du hast eine noch liebevollere Beziehung zu deinem Hund, die seine allgemeine Bindung erhöht. Oder alternativ stark, dein Hund wird vom Tragen der Beute weniger belastet. Das heißt, die Blitze nehmen weniger schnell ab. Ja. Stufe 10 beinhaltet dann der sechste Sinn. Der Hund hat eine höhere Chance zu spüren, dass ein Tier bald verschreckt wird. Habe ich jetzt live noch nicht so gesehen oder nicht darauf geachtet, wie er darauf reagiert. Alternativ der Köcher. Der Hund kann Pfeile holen, die innerhalb seiner Reichweite liegen. Funktioniert nur mit Wiederverwertung. Das heißt, ihr müsst in euren Perk, in euren Jäger-Perk, müsst ihr Wiederverwertung freigeschaltet haben. Ich glaube, Vorteile oder Fertigkeiten ist der enthalten. Ab Stufe 15 gibt es dann Heulen. Auf Kommando heult ein Hund wie ein Wolf. Das kann abschreckend wirken gegenüber anderen Wölfen. Und Ich habe es mit Floki ausprobiert, das hat aber leider beim letzten Hund nicht funktioniert. Wenn man im Koop spielt, sollen wohl angeblich alle Hunde, die vorhanden sind im Koop, auch mitheulen. Wie gesagt, habe ich nur gehört, konnte ich nicht ausprobieren bisher. Alternativ haben wir noch weiträumig, das war mir ganz wichtig. Beim Suchen nach apportierbarer Beute entfernt sich dein Hund weiter von dir. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Stufe 20, da haben wir dann aufgeweckt. Dein Hund ist von Natur aus arbeitsamer und besitzt einen erhöhten Fokus. Oder leichtführig, wenn er gerade keine Aufgabe hat, geht dein Hund bei Fuß, sobald du deine Waffe abfeuerst. Stufe 25 haben wir dann, das ist dann nah. Dein Hund hat eine höhere Chance, in deiner Nähe zu bleiben. Ich verstehe irgendwie den ganzen Zusammenbau nicht so ganz, aber okay. Und eine große Besonderheit des Labradors ist, er kann schwimmen. Das kann der Jagdhund nicht übrigens, also der Bluthund. Dein Hund schwimmt schneller. Jetzt wird man sich fragen, ja, okay, in welcher Hinsicht? Ganz klar, wenn ihr Enten zum Beispiel jagt oder andere Vögel, Wasservögel, dann werdet ihr nicht darum kommen, aber an einem See oder am Fluss oder sonst irgendwo zu schießen. Und viele kennen es, dass dann der abgeschossene Vogel oder das abgeschossene Tier im Wasser landet und fast elendig lange braucht, bis es mal ja, in greifbare Reichweite kommt. Und hier kommt der Hund ins Spiel, denn der Labrador Retriever besitzt die Fähigkeit, auf Kommando apportieren, rein ins Wasser zu springen. Ich habe da so ein Video für euch gerade mal eingeblendet, wo ich ihm befehle, er soll rein und soll denn das Tier holen. Ja, das ist ein besonderer Wesenszugverbesserung. Wenn er schneller schwimmen kann, finde ich das echt gut. Ja, und mit Stufe 30 sind wir dann bei der höchsten Stufe. Da kann der Hund dann tatsächlich als Verteidiger wirken. Dein Hund hat eine Chance, Angriffe von Raubtieren abzuwehren. Ich habe ja bereits erzählt, dass allein schon die Nähe des Hundes zu anderen, zu anderen Raubtieren eine gewisse abschreckende Wirkung hat. Hier geht es aber um die Verteidigung. Wenn wirklich angegriffen wird, dass der Hund als Verteidiger fungiert. Entgegen meiner ersten Annahme, dass nur der Retriever das hat, ist verkehrt, denn der Bluthund kann das auch. Ja, also viel sinnvoller finde ich allerdings zum Schluss, das hier zu nehmen, apportierfreudig. Dein Hund apportiert über längere Distanzen und wird von Tragen der Beute weniger belastet. Durchaus auch noch sehr sinnvoller. Das sind jetzt die Wesenszüge des Labrador Retriever.
Und ihr könnt natürlich, wenn ihr die Stats irgendwie vergeigt habt, könnt ihr das wie bei euren Fertigkeiten und wie bei den Vorteilen für 5000 Credits wieder zurücksetzen. Das ist das. So. Kleiner Hinweis noch am Rande. Ich habe es euch, ich glaube, in einem Video mit Floki habe ich es euch gezeigt gehabt. Manche Funktionen, oder sagen wir mal, die Hunde sind eine sehr gute Ergänzung im Sinne von, wenn man natürlich die Hinweise ausschaltet. Was ich mit den Hinweisen meine, auf Standardbelegung C können die... Er kann gleich mitkommen. Habt ihr hier irgendwo die Fußspuren? Habt ihr irgendwo Fußspuren? Also die Spuren werden... Könntest du zum Beispiel hier, das gilt auch für Rufe. Ja. Könnt ihr einschalten oder ausschalten mit C. Und gerade beim Bluthund, den ich jetzt gleich noch euch zeigen werde, ganz kurz. Da ist es so, dass der... dass er da natürlich sehr sinnig ist, wenn man natürlich die Spuren aus... ausschaltet. Ah, weil das ist ja dann, also sagen wir mal so, der Bluthund findet definitiv die Spuren. Je besser er auch ausgebildet ist und eine höheren Level hat, desto besser ist er halt letztendlich. Da kann man auch die Hinweise ausschalten. Ich habe generell immer die Hinweise an. Ich weiß, es ist Arcade-like, aber ja. Jeder spielt halt die Spiele so, wie er es gerade für richtig hält. So, gehen wir nochmal ins Haus und dann will ich euch ganz kurz noch zum Thema Bluthund oder Labrador Retriever nochmal was zu sagen hier an diesem schönen finnischen Haus. Wo ist denn der Hund jetzt? Komm her hier. Astor, komm, Vollgas. Da kommt er ja. So, dann nochmal schön Sitz. Oh, braver Hund. Braves Tier. Im Koop. Ach so, vielleicht noch eine Beantwortung einer Frage, die ich schon recht früh gehört habe. Kann ich jetzt beide Hunde mitnehmen? Nein, ihr könnt immer nur einen Hund aktivieren und mitnehmen. Und ja, im Koop kann jeder seinen Hund mitnehmen. Auch verschiedene Rassen. So kann man sich zum Beispiel im Koop besser absprechen. Der eine nimmt einen Bluthund, der andere nimmt einen... nimmt einen Labrador Retriever mit. Allerdings sollte man bedenken, dass die Tiere an den Spieler gebunden sind und nicht an der Gruppe. Ja, das heißt letztendlich, das was mein Labrador wird auch nur meine abgeschossenen Tiere holen, während der Bluthund nur die Fährte von dem abgeschossenen Tier des Koop-Spielers genommen wird. Aber trotzdem ist das dann eine rechte Abwechslung, wenn halt beide Tiere unterschiedlich vorhanden sind. Das ist nochmal so zur kurzen Klärung. Wir gehen jetzt nochmal hierher und ich zeige euch ganz kurz den Bluthund. Also Astor geht in den Zwinger, der Bluthund Aika geht raus. Das ist mein Weibchen, das habe ich schon seit der ersten Stunde des Bluthund-DLCs. Wo ist er? Komm mal her. Na, wo bist du? Ich muss echt jetzt einmal ums Gebäude rennen? Wow. Ja, komm, dann machen wir es hier. So, das ist unser Bluthund. Okay, Grafikbug, so ein kleiner. Die Entwickler haben ja versprochen, dass sie die Wesenszüge des... Das war ja der erste Hund, der ja in dieses Spiel reinkam. Dass die Wesenszüge noch ein bisschen überarbeiten. Vielleicht sollten sie die Grafik da auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Anyway, ihr seht jetzt gleich, Moment, hier die Spezialfähigkeit verfolgen. Denn der Bluthund ist, wie der Name eigentlich auch schon sagt, ein reiner Jagdhund. Er besitzt halt die Fähigkeit, Spuren zu verfolgen. Das sowohl normale Fährten als auch Blutspuren.
Und da kommt jetzt auch das, was ich gerade schon thematisiert habe, mit dem Anzeigen von Hinweisen hin, an und aus. Wenn man den Hund nutzt, braucht man eigentlich das Anzeigen der Hinweisen gar nicht mehr, weil der Hund wittert eine Spur und läuft der hinterher und jagt unter Umständen auch noch das Tier von selbst. Damit ihr einen kleinen Vergleich habt, gucken wir uns hier nochmal ganz kurz die Wesenszüge von dem Bluthund an. Ne, der Hund kann die Witterung bei kleinen Blutsprüngen besser aufnehmen. Er ist also voll darauf getrimmt, eigentlich jagen und wittern. Wittern, jagen, verfolgen. Das sind so seine Wesenszüge. Man kann eigentlich dann im Vergleich auch sagen, dieser Hund, der Bluthund, um es mal ganz kurz abzukürzen, wir haben hier jetzt immer die ganzen Sachen. Ja, manche Wesenszüge kennt ihr bereits, die sind natürlich gleich, logischerweise. Die obere Reihe nimmt eigentlich kaum Unterschied, die gab es schon mal. Ja, die gab es schon beim Labrador Retriever. So, nun, um das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen und auch ich mal endlich zum Ende zu kommen, der Vergleich zwischen dem Bluthund und dem Labrador Retriever. Der Labrador Retriever eignet sich optimal für die Kleintierjagd, sprich Hase, Vögel und Wasservögel vor allen Dingen. Da liegt seine große Stärke drin und das ist auch das, was er am besten kann. Seine Schwächen liegen darin halt Verfolgung und Aufspüren von Fährten. Da ist wiederum der Bluthund der Beste. Er kann Fährten lesen, er kann auch Blutspuren verfolgen, er kann auch Fährten anhand von Kot verfolgen. Das sind die Stärken des Bluthundes. Er wittert einmal und jagt auch dem verletzten Tier hinterher. Oder zeigt euch einfach, wo das verletzte Tier liegt. Das gilt sowohl für Vögel als auch, aber in erster Linie für Großwildtiere oder normale Tiere auf vier Beinen. Halt alles, was da zu tun ist in diesem Bereich. Also, Jagdhund optimal für Fährte und normale Jagd. Aber nicht fürs Apportieren. Apportieren von Kleinsttieren und Tiere, die auch im Wasser liegen. Dann natürlich der Labrador Retriever auf seine Art. Verteidigen können übrigens beide Tiere. Die Perks sind auch vorhanden für die beiden, also Wesenszüge. Und beide haben auch eine abschreckende Wirkung. Wie ich noch gelesen hatte, werden die Hunde eigentlich in der Art nicht vom Wild erkannt drumherum. Aber mit der Aussage, die ich in der Community aufgeschnappt habe, will ich jetzt nicht so ganz meine Hand ins Feuer legen. Ich gebe lieber meinem Hund dann erstmal den Befehl, er soll bleiben. Natürlich, ab einer bestimmten Distanz kommt der Hund automatisch zu einem hingerannt. Das muss man bedenken. Ja. Aber im Grunde ist das schon ganz cool. Nun, der Abschluss des Labrador Retriever DLCs kann man kaufen, wenn man halt wirklich sehr viel auf Vögel geht, Wasservögel, Kleintiere. Sehr sinnvoll mit dem Apportieren. Ist auch mal ein anderes Tier in der Spielwelt von The Hunter. Bluthund ist für die Allgemeinheit viel, viel interessanter und wie gesagt momentan auch sogar noch günstig. Ab nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, Frühjahr, hatte man gesagt, wird der auch teuer, da wird der Preis angepasst mit dem zu dem aktuellen Labrador Retriever DLC. Ich kann nur sagen, oder die Kaufempfehlung nur dann machen, also für diejenigen machen, die auch wirklich viel mit Vögeln zu tun haben, also die halt viel auf Wasservögel, Vögel allgemein gehen, alles was Kleintier ist, Hase und Co., das ist schon ganz cool. Außerdem sieht der Labrador Retriever, finde ich, als Tierart ein bisschen mehr interessanter als der Bluthund. Aber da ist ja jeder anders mit dem Geschmack. Der Bluthund ist der, in Klammern, momentan noch der sinnvollste, der gute Allrounder, ne, wenn man halt auf normale Tiere geht. Der Labrador Retriever ist ein bisschen sehr speziell mit seinen kleinen Tieren, die er ja nur, er kann ja nur Kleintiere apportieren, 0 bis 1 in so einem Dreh rum. Ne? Wobei Füchse und Marderhunde schon zu groß sind, also da habt ihr dann jetzt im Kopf schon mal so eine diverse Grenze. Ja, das war es eigentlich schon von meiner DLC-Vorstellung für The Hunter Call of the Wild, das Labrador Retriever DLC. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Eika macht es hier schon vor, die legt sich jetzt hin und ich werde dasselbe tun. Herzlichen Dank für euer Interesse. Bleibt mir treu, wenn euch der Content gefallen hat, dann ja, hinterlasst doch einen Daumen nach oben, ein Like, beziehungsweise abonniert meinen Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Sonst wünsche ich euch alles Gute und da das Video noch vor Weihnachten rausgeht, ein frohes Fest. Bye, bye, euer Gamer Bauch.